Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario 64. Und eventuell höre ich mich anders an, vielleicht sehe ich anders aus, vielleicht ist die Videoqualität komplett anders. Ja, Super Mario 64 wird weiter vorgehört in meinen Aufnahmen. Bei euch ist das nahtlos, denke ich mal. Und es kann sein, dass auch irgendwie die Sterne ein bisschen anders sind, weil irgendwie, ich musste das alles nochmal neu machen, der Spielstand war weg. Was natürlich super ist, dass ich jetzt in die Frostbeulen frust muss. Habe ich die schon gemacht? Also es sind jetzt zwischen dem der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme dürften jetzt... Wie viel Zeit ist da vergangen? Drei Monate würde ich schätzen. Also, eine gewisse Zeit, das heißt, ich bin ein bisschen weg, aber das ist ja quasi nur in meinem Redestil, der dürfte sich verändert haben. Der Rest dürfte alles gleich sein. Wage dich ins Eis. Warte. Wage dich ins Eis. Ich glaube, ich weiß, was man machen musste da. Das kann sein. Ich liebe diese... Oh, shit. Nee, hier war ihm leider in der Nähe so frierend kalt. Jetzt habe ich hier die Überskills, ne, will ich jetzt mal behaupten. Ist das... Oh, na. Komm schon. So. Bin ich hier richtig? Kann man denn nochmal zu dem Iglu? War das hier? Nee, das war doch gar nicht hier, oder? Doch? Nee. Jetzt bin ich gerade überfordert. Nee, es ist da hinten, oder? Nein! Das ist da! Ah, okay. Jetzt frage ich mich... Das ist Schwimmen, ne? Da konnte man nicht so hin. Okay. Das heißt, ich glaube, mit dem Fliegen dürfte ich am erfolgreichsten sein, oder? Ja. Das ist halt absolut unerfolgreich gewesen. Wie heißt das? Wage dich ins Eis. Oder ist das, ich hab doch... Allgemein könnte ich eigentlich... So... Ich speichere mal. Es gibt ja die schöne Schnellspeicherfunktion hier. Okay, ist das das doch nicht? Ist das das gewesen? Na, das wäre zu einfach, oder? War das der Stern? Weiß ich nicht. Geh dich ins Eis. Geh zu Eissee. Nee, das ist was anderes. Dann wage dich... Warte mal. Wage dich ins Eis. Ist das vielleicht... Ah, das ist das hier. Einer der einfachsten Sterne überhaupt, weil... Ich glaube, früher war das schwierig. Früher, wo man sich gedacht hat, da hast du irgendwie die Kanten noch nicht in diesem Ding gesehen. Da war der Stern für einen schwierig, aber der jetzt... Das ist ja nix, dieser Stern. Das dürfte das sein, ne? Ja, genau. So. Finde die 8 roten Münzen, das ist gut. Ich finde die 8 roten Münzen... nicht so ganz ideal auf dieser Karte, weil, sind ein bisschen, ich weiß nicht, zusammen mit den 100 Münzen war das, glaube ich, ein bisschen schwieriger hier, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann das sein? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht mehr so gut in Erinnerung. Wie war denn das?
War das hier leicht? Also ich hatte irgendwie in der Runde, dass ein paar Fiedermünzen waren gut machbar. Und da kommen aber die paar Münzen, die dir so sagen, nee, ist nicht. Ja, gut, ich dachte, das geht. Und diese paar Münzen, die sagen, ist nicht, die sind blöd. Ist ja klar, aber... Oh nö. Alles gut. Ah, hier ist eine. Das ist schon mal nicht schlecht und wichtig. Na. Metal, was ist das denn? Kann dieses Ding nicht einfach auf mich zufliegen vielleicht? Damit wäre ich auch zufrieden. Uah. Ja. Ich will drauf. Ach komm. So. Hallo. Hallo. Krass, aber. So. Man fliegt halt nur ewig lange bei diesem Ding. Man muss halt wissen, wo man landet. Ist das. So, die roten Münzen waren schwierig. Boah, da habe ich die Points Curse. Points Curse. Alles klar, das ist bestimmt das Englisch. So, wir müssen, das ist ganz wichtig, dafür auch in das Iglu rein. Okay, da habe ich die zweite. Meine ich wäre, oder? Das Schild sagt mir nichts, ne? Das sagt doch nur, ist kalt hier. So. Drei. Die brauche ich noch, weiß ich. So, jetzt ist die große Frage. Also ohne den drei Münzen muss man ja eh auskommen. So. Und die andere Frage war... Hier kommt ja jetzt das, ne? Ich muss höher, ja immer höher, in die Höhe, immer höher. Eieiei, sechs Stück, hier sind die beiden acht. So, das ist einfach. Muss ich nämlich nochmal speichern. Die Münzen habe ich ja schließlich. Jetzt kommst du nämlich hier hin. So. Der Rest ist nämlich unwichtig. Der Rest ist, glaube ich, auch erreichbar. Wie ging das denn so? War das mit der Z-Taste? Na. 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 Also, das kann es jetzt sein. So. Ich meine, die Musik hier drin, ich liebe die. Das ist ja die Pyramidenmusik, glaube ich auch, oder? Das ist die Frage, kann ich hier schon in die Wände... Hier ist übrigens auch ein Stern, wie ihr seht. Habe ich schon das blaue... Die blaue Mütze? Das wäre notwendig hier. Natürlich habe ich die noch nicht. Das ist die Frage. Kann ich die 100 Münzen auch ohne kriegen? Ich glaube, meine zu meinen, dass es nicht der Fall ist. Nee. Naja. Okay. Das heißt... Ja, weil wir können hier eh nichts weitermachen. Okay.
Jetzt bin ich im Schnee. Na, holla die Wald. So, die drei Münzen will ich doch einsammeln. Na, das geht ja auch fix. Ja, 20 glaube ich nicht, dass das klappt. Oh, schaffen wir es mit dem berühmten... Naja. Wow! Ja, geil. Das war total sinnlos. Eine LP in die Länge gestreckt. Gut. Da bin ich halt einfach zu weit gesprungen. Wir haben erst 10 Minuten. Das kommt mir auch viel länger vor. Das liegt wahrscheinlich daran, weil es ist halt einfach ein geiles Spiel. So, jetzt aber. Nicht den Dreifachsprung. Ich will hier nochmal hoch. Vielleicht gehen ja doch die 100. Glaube aber nicht tatsächlich gerade. Jetzt sollen wir aber speichern. Guck mal. Ja. Der Atem. So, Captain Igloo. Ich würde gerne mit dir laufen. Nein, das machen wir neu. Kann ich nicht laden, hä? Mit F7 ist laden hier. Schön. Boah, das ist so nervig hier, ne? So. Alles klar. Ach komm, ey. Speichern. Nope, dann geht das wohl scheinbar nicht. Dann muss ich wohl die blaue Mütze erstmal einsammeln. Naja, das ist nicht weiter schlimm. Ne, hier ist auch nirgendwo irgendwas, wo ich jetzt irgendwie noch 15 Münzen herkriege. Wow. Schade. Das ist immer eine schöne Zeitverschwendung eigentlich. Ja. Ja. Speichern trotzdem. Weil, ist ja klar. Und es geht weiter. Schau im Igloo nach, das kann ich nicht machen, ich habe die Mütze nicht. Ach so, oh Gott, ich hätte den Speicher vielleicht ein bisschen früher setzen sollen. Das wäre sinnvoll gewesen. Naja, was haben wir denn jetzt noch nicht? Frostbeim, Frost Atlantis, muss ich jetzt nochmal überlegen und gucken und machen, welche wir nicht haben, welche wir haben. Speichere ich mal hier direkt. Um einfach nur zu gucken, wie die Welten heißen. Das ist Atlantis Aquaria, das habe ich gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Das Fliegenfeld haben wir auch. Frostbein, Frost, die Welt Wasserwerft, das ist glaube ich von unten. Gulliver Gumba haben wir auch. Das ist die Pilzwelt. Das ist das hier. Das ist die Eiswelt. Das haben wir alles. Okay. Wisst ihr, wie lange ich ewig dachte, dieses Ding hier, dieses Scheiß-Ding wäre ein Bild? Ich habe alles versucht. Ich dachte immer, das wäre ein Trick. Aber das lag auch daran, dass ich habe ja früher die Nintendo 64 von meinem Onkel gehabt und da gespielt. Und auch dieses Spiel halt, eigentlich nur dieses Spiel. Es gab noch andere Spiele, die wir hatten, aber da habe ich nie gespielt. Ich dachte halt immer,
Das wären die fehlenden Sterne, die ich noch nicht gemacht habe, aber es geht in das obere Stockwerk. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Und ich finde, wir machen hier einfach einen Cut. Bis dahin und tschüss.